Ich dachte ja wirklich, es könnte nicht schlechter werden. Und ich war auch eigentlich der festen Überzeugung, dass The Acolyte hier und da ein paar gute, wenn nicht sogar sehr gute Episoden mit sich bringt. Aber nach dem Start der ersten zwei Folgen habe ich nicht erwartet, dass in der dritten Episode einfach komplett reingeschissen wird. Wirklich, ich frage mich, was war das für ein Bullshit? Shitfest. Ja, ihr merkt vielleicht, ich bin jetzt gerade schon ein bisschen angepisst und es wird wahrscheinlich auch keine sehr gute Review zu dieser Folge sein, aber ich glaube, das ist im ganzen Star Wars Fandom gerade nicht wirklich anders. Deswegen starten wir jetzt direkt ins Thema rein und ich heiße euch erstmal herzlich willkommen zu der neuen Folge von Couch Time. Ja, The Acolyte hat, wie gesagt, nicht gut angefangen oder zumindest eher unterdurchschnittlich, aber mit Episode 3 haben sie sich wahrscheinlich spätestens jetzt komplett ins Ausgeschossen. Nicht nur, dass wir direkt in der dritten Folge eine komplette Rückblickfolge und eine Vorgeschichte zu den Zwillingen sehen, nein, das Ganze ist auch noch super schlecht umgesetzt, fühlt sich einfach null nach Star Wars an, hat eher was von irgendeinem Schulprojektfilm, ich weiß nicht. Ich habe da nichts ernst nehmen können. Wirklich gar nicht. Aber kommen wir erstmal zum Grundlegenden, was in der Folge passiert ist. Wie gesagt, es war eine Rückblickfolge für May und Osha und wir sehen sie als Kinder. Und zwar sind es Töchter bzw. halt Kinder eines Hexenzirkels, eines Hexenkoven. Und da muss ich direkt eine Sache sagen. Ich finde das Thema Hexen in Star Wars fand ich nie scheiße. Ich muss sagen, ich fand die hier, die, wie sind nochmal, Nachtschwestern oder so, irgendwie halt hier mit, Ventress, die dabei war und den anderen. Und ich fand das ganze Konzept und die Umsetzung, vor allem den Klobos halt, ich fand sie super stark. Die Farben waren geil, man merkt, wie mächtig die doch sind, dass sie eine andere Art der Macht nutzen. Und ich muss sagen, ich hätte wirklich Live-Action noch lieber mehr gesehen, als wir nachher halt in Ahsoka gesehen haben, denn da waren sie auch nicht schlecht umgesetzt, vielleicht nicht auch so stark wie in Klobos, aber das war auf jeden Fall ein guter Schritt. Gut, hier haben wir also auch Hexen und da es halt in dieser Welt von Star Wars nun mal so ist, dass die Hexen alle weiblich sind, wurde direkt die Frage gestellt von wahrscheinlich sowohl den Fans als auch in der Serie, jo, hier, wie sind überhaupt die zwei Kinder auf die Welt gekommen. Ja, dazu ist ganz schnell und einfach gesagt, mithilfe der Macht. Ähnlich wie Anakins Mutter Anakin bekommen hat, so ist es anscheinend hier auch der Fall gewesen. Was ich grundlegend erstmal eine ganz chillige Art finde, beziehungsweise ganz cool finde, dass sie das jetzt mal mit einbringen. Vielleicht kriegen wir da noch eine tiefere Erklärung irgendwann, früher oder später. Aber einfach ist mal dieses Mysterium der ich nenne es mal, Machtfortpflanzung ohne einen männlichen Partner. Es wird einfach mal nochmal aufgegriffen. Es ist nicht nur Anakin, der jetzt davon betroffen ist, sondern auch die zwei. Und so komisch die Folge startet, indem wir halt die Schwestern erstmal miteinander rumtollen sehen und auch nachher mit den, Hexen üben, die Macht halt anders beziehen oder anderes Sicht auf die Macht haben als halt Jedi. Sie sagen halt mehr oder weniger, dass die Jedi die Macht eigentlich gar nicht bekommen dürfen. Es ist, die Macht muss so und so benutzt werden, man soll nicht am Faden ziehen, was weiß ich, irgendwie sowas. Grundlegend war die Idee und der Ansatz ja dahinter gar nicht mal so verkehrt. Ich finde sowieso, Glauben ist in Star Wars eine coole Sache und das ist einfach geil umzusetzen. Nur hier kommen wir zu dem ersten Punkt, denn wir haben ja schon in der ersten und zweiten Folge festgestellt, dass Kampfchoreografien hier sehr, sehr bodenständig sind. Ziemlich langsam, ziemlich schwach und vielleicht auch schlecht im Vergleich zu anderen Projekten. Die Machtnutzung, die uns hier gezeigt wird, ist aber so grottig. Wirklich, es sieht nicht danach aus, als würden die gerade die Macht benutzen. Denn für mich ist es, da ist ein Kraftstoß hinter oder ein Griff hinter. Man bekommt diesen typischen Machtsound. Und das war hier so billo oder so, irgendwie, weiß ich nicht, Grundschulniveau, würde ich mal sagen, wie gesagt, von der Aufmachung allein her. Ich saß hier mit offenem Mund und dachte mir, was zum Bums sehe ich hier gerade? Es hat in meinen Augen nichts mit Star Wars zu tun gehabt. Es, bis auf den Punkt, dass Jedi wortwörtlich erwähnt wurden und auch nachher die Jedi ganz kurz mal da sind, hat diese ganze Folge, wenn du die einem Nicht-Star Wars-Fan zeigst und das Wort Jedi mit, was weiß ich, Galaxierittern, was weiß ich, irgendein anderes Wort nimmst, du könntest glauben, es ist eine eigenständige Serie. Und das hätte vielleicht auch geklappt als eigenständige Serie, aber es war nicht Star Wars. Auf jeden Fall kriegen wir hier diesen grundlegenden Beef zwischen Osha und May mitgeteilt, dass sie von Kinder an schon quasi sehr, sehr unterschiedlich waren und sich irgendwie immer gekabbelt und genervt haben, sage ich mal. So dieses typische Geschwisterding, nur hier halt noch dabei, dass Osha immer ein bisschen mehr ruhig war, ein bisschen mehr Kind war und May dann doch tatsächlich sich einmal diesen Schwestern, also diesen Hexenzirkel anschließen will, definitiv. Osha halt nicht, was uns schon mal zeigt, dass May definitiv komplett in eine andere Richtung geht. Ja, dann kommen die Jedi und sagen, okay, ihr bildet hier machtsensitive Kinder aus, wir haben hier ein Mitspracherecht, lasst uns bitte mal die Kinder testen. Dieses ganze Gespräch zwischen den Jedi, wo wir im Rückblick dann auch Trinity sehen, es war ja schon klar, dass wir sie mal im Rückblick sehen, aber irgendwie war es halt auch, naja, billo gemacht, also es ist so schnell, sie ist gerade mal eine halbe Folge tot und jetzt sehen wir sie im Rückblick und irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich nicht nach einer homogenen Masse an. Auf jeden Fall dieses ganze Gespräch
Flash und dann nachher dieser Test, dieser Jedi-Test. Das alles hat sich so ganz, ganz komisch angefühlt, als wäre das so ein Trailer gewesen. Also ich habe das Gefühl, ich hätte einen Trailer geguckt zu irgendeinem Film, der kommen wird. Wir sehen auch einmal diesen komischen Jedi-Meister, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch Padawan, der da mal kurz von einer von diesen Hexen mehr oder weniger den Verstand beeinflusst bekommt oder, keine Ahnung, irgendwie so Shutdown im Kopf. Und wir sehen, da wird sich raus was entwickeln, denn das ist der Typ, der ja freiwillig das Gift genommen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem Typen, seitdem das passiert ist, ein bisschen die Pferde durchgegangen sind. Zumindest wirkt es so. Ja, auf jeden Fall, eigentlich sollten Osha und May den Test extra nicht bestehen, damit sie da bleiben können. May hat es gemacht, Osha hat es nicht gemacht, weil sie sagt, sie will die Wahrheit sagen, sie will nicht lügen, sie will die Galaxie kennenlernen und alles das, was nun mal ein Kind potenziell auch machen darf, währenddessen May quasi mehr oder weniger von den Hexenzirkel indoktriniert wurde und quasi irgendwie da sein will. Und dann hat sich da halt die Geschwisterliebe gespalten und wurde zu Geschwisterhass. Wenn das Feuer, bei dem der ganze Hexenzirkel umkommt, bei dem May denkt, dass Osha stirbt und Osha denkt, dass May stirbt, dieses Feuer hat May gelegt. Wie da jetzt wirklich die Felswände, der Felsboden, der ganze Palast, der aus Stein, aus purem Stein und Stahl besteht, wie der so gut brennen konnte, fragt mich nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe es einfach mal hingenommen, weil es ist Star Wars. Ja, es war ungefähr genauso realistisch wie das Feuer da in dem Raumschiff im Weltall. Sprechen wir nicht drüber. Lassen wir es einfach so stehen und soll uns einfach nur zeigen, wo sich dieses Projekt an der Glaubwürdigkeit oder, weiß ich nicht, an der Gutheit einordnet. Ne? Lassen wir so stehen. Auf jeden Fall bekommen wir dann eine ganz dramatische Szene. Wir haben eine gespaltene Brücke. Osha und May stehen sich gegenüber. Das Bild ist wunderschön gespiegelt. Rein filmisch war diese Szene richtig schön. Wir sehen, wie die beiden irgendwie doch dann versuchen, zueinander zu kommen. Aber May dann abstürzt, Osha auch. Und dann Soul Osha gerade noch so packt. Und dann ziehen sie durch und alle sind tot von den Hexenschwestern. Und Osha denkt, dass May gestorben ist. Was mit May genau passiert ist, glaube ich, sehen wir gar nicht. Aber wahrscheinlich das Gleiche, nur halt andersrum. Sie denkt, Osha wäre tot. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Ach ja, der Wookiee-Jedi war dann jetzt auch zu sehen. Den hatten wir ja vorher nur in so einer kleinen, das mal Post-Credit, in Anführungsstrichen, also Endszene von der zweiten Folge gesehen. Was soll ich sagen? Der, ja, also ich finde Wookies immer ganz lustig eigentlich, aber ich kann mir sie nach wie vor, es gibt manche Spezies in Star Wars, für die passt das einfach nicht, Jedi zu sein, wenn ich so ausdrücken könnte. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Auf jeden Fall war diese Folge zu Ende und ich habe mich zurückgelehnt in meinen Gaming-Stuhl und lag da und habe mir die Decke angeguckt und habe mich gefragt, was ich mir da gerade für ein Shitfest reingezogen habe. Denn ganz ehrlich, wie ich schon am Anfang erwähnt, das war nicht Star Wars. Ich habe nichts an Star Wars gespürt, außer die Bezeichnung Jedi und dass da mal ein paar Jedi standen. Das Ganze hat sich nicht gut angefühlt. Es war ein kompletter Reinschiss. Wie gesagt, ob es die CGI-Aufmachung war, ob es das Schauspielerische von, leider muss man das sagen, auch den Kinderschauspielern war, aber auch den erwachsenen Schauspielern, also hier die Obermutter da. Das ganze Schauspiel war irgendwie, boah, wie gesagt, das hörte sich nach, also es hat sich angefühlt wie eine Theater-AG. Muss ich leider so sagen, wie es ist. Grundlegend bin ich ja Fan von Rückblicken, die uns dann halt erklären, was los ist, besser als wir fangen da an und erzählen dann die Geschichte weiter, weil man kann viel mehr effektive Sachen einblenden, man kann manche Sachen ausblenden, wie zum Beispiel, was ist jetzt mit May gerade passiert, das wird ja dann in der nächsten Folge oder übernächsten Folge uns erklärt werden. Heißt, man hat immer wieder kleinen Cliffhanger, wenn man was von dem Rückblick außen vor lässt. Grundlegend finde ich das nämlich ja nicht schlecht. Aber dann muss es auch gut gemacht sein und es muss sich gut anfühlen und es muss passen. Und ich finde, hier hat es nicht gepasst. Es hat nach Ende von Folge 2, hätte das nicht so starten sollen. Es war ja eine komplette Flashback-Folge. Wäre das so dieses typische gewesen, wir sind in der Jetztzeit, dann sehen wir Osha, sie hat ein Flashback, dann gehen wir wieder in die Jetztzeit, dann passiert wieder da was, wir gehen in den Flashback und dann am Ende wieder in der Jetztzeit, wäre das was ganz anderes gewesen. Aber ich habe einfach immer darauf gewartet. Okay, wechseln wir jetzt? Geht's jetzt? Nein? Schade. Und das über die ganze Folge. Wie schon erwähnt, ich sage es wirklich ungern, aber das war ein kompletter Reinfall. Im ersten Video hier zu dieser Serie habe ich ja gesagt, die Hoffnung für mich ist gar nicht mal so verkehrt. Es könnte sehr, sehr gute Folgen geben, aber als dritte Folge so eine Scheiße zu bringen, die irgendwie für mich weder Hand noch Fuß hat, noch irgendwas Sinnvolles, außer zu zeigen, das, was wir quasi schon wissen, dass Osha und May von beiden sich dachten, sie wären gestorben und alles andere gestorben sind und die Jedi irgendwie geholfen haben, Osha zu retten. Das haben wir ja alles schon erzählt bekommen. Wir haben hier nichts mehr rausbekommen, als dass es von Hexen abstammende Machtsensitive sind und dass die eine grundlegend immer gut war und die andere grundlegend immer ein bisschen böser. Fertig. Wenn ich der Folge eine Bewertung geben sollte, dann kriegt sie von mir wirklich eine 3 von 10. Ich habe hier nichts dran gefunden. Ich weiß nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es anders gesehen habt, aber ich bin der Meinung, das war in ganz Star Wars wirklich komplett querbeet, jegliche Serien und jegliche Filme, das war der größte Reinfall. Das hätte eigentlich eine Cutscene sein können in sowas wie The Old Republic oder was weiß ich. Das war schlichtweg einfach nur
Dreck. Und es tut mir wirklich leid, das zu sagen, weil ich ja einfach wirklich dachte, wir haben hier Hoffnung auf potenziell lustige, gute Folgen, aber das in der dritten Folge, boah, jetzt werden die Einschaltquoten definitiv fallen, das, was sie vielleicht schon in den ersten zwei Folgen getan haben. Also an der Stelle kann man sagen, yo, moin Disney, was geht? Da habt ihr wirklich Scheiße fabriziert. Was heißt Disney, aber halt, es hat ja einfach durchgewunken. Die Folge war ein Armutszeugnis. Nichtsdestotrotz werde ich mir natürlich die nächste Folge angucken. Dazu wird es dann auch ein Video geben. Ich werde das über die ganze Serie jetzt hinweg machen, außer es sollte jetzt wirklich die nächste Folge so grottig schlecht sein, dass ich auch sage, ich guck die Serie einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil ich mag Star Wars. Aber grundlegend könnt ihr mir wirklich jetzt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was habt ihr von diesem, meiner Meinung nach, Shitfest gehalten? Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Was fandet ihr gut oder schlecht? Und guckt ihr jetzt überhaupt noch weiter oder sagt ihr, gut, da machen wir einen Haken an die Sache. Sowohl als auch kann ich eure Meinung in jeglichem Belangen verstehen wahrscheinlich. Deswegen haut gerne in die Tasten. Falls ihr jetzt noch meine Meinung zu den ersten zwei Folgen sehen wollt, dann checkt gerne dieses Video aus. Und falls ihr sehen wollt, wie ich persönlich alle möglichen Star Wars Projekte, Filme, Serien, Animationsserien, Ranked, dann checkt gerne das Video aus. Jetzt kann ich nur noch sagen, auch wenn das Video wahrscheinlich schon kürzer ist als alle anderen, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.